Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Da dort jeder, der Lust und Zeit hat, mitmachen kann, weisen wir explizit darauf hin, dass alle getätigten Aussagen und Meinungen subjektiv sein können und nicht grundsätzlich die Meinung der Podcast-Betreiber darstellen. Die Audioqualität kann ebenfalls sehr schwankend sein, da, wie erwähnt, jeder, ob mit Top-Equipment oder Handy, eingeladen ist, sich mit uns hier zu treffen. Themen wie Religion oder Politik lassen wir am besten am Nachbartisch liegen. Dafür müsste man sich grundlegend intensiv vorbereiten. Und das kann ein spontanes öffentliches Format wie dieses hier nicht leisten. Mal schauen, wir sind heute alles eingekommen. Hallo Richard. Hallo. Ich bin wie immer noch gerade am Sachen absortieren, aber wir können ja mal offiziell die 274 eröffnen. Ich muss nur ein paar Sachen gleich wieder machen. Ich komme auf jeden Fall gleich nochmal wieder, wenn ich es bearbeite, obwohl noch Mails. Ich höre dich wieder abgehackt. Ich weiß nicht, ob es in meinem... Das liegt an mir. Ich kriege mein Setup nicht hin. Ich habe immer noch die Leitung nicht sauber anscheinend. Wir haben schlechtes Internet. Ah, okay. Ich melde mich, wie gesagt, nachher nochmal. Ich muss erstmal was fertig machen. Dauert auf jeden Fall. Kein Problem, dann bleibe ich das Empfangskomitee erstmal hier, soweit es geht. Genau, der Tresen. Nee, ich war heute wieder seit heute Morgen unterwegs und gestern bis nachts. Ich bin wieder etwas übermüdet und platt und muss jetzt noch fertig machen. Ja, Ausreden habe ich auch noch. Das ist normal, ja. Aber ich habe gestern bis nachts noch, hier waren ja die Monegassen, Fürsten Monaco waren ja in Hamburg. Und da hatte ich einen Termin. Heute war ich in Bad Segeberg, habe da Fledermäuse und Schauspieler fotografiert. Danach war eben noch Talkshow und jetzt muss ich den ganzen Kram erstmal aufbereiten. Mehr als sonst in einem Monat gefühlt. Also, das, weil Robin ist ja im Augenblick nicht da und deswegen komme ich gerade mit der Zeit nicht ganz hin. Aber du bist mal in Deutschland, oder? Ich bin im Moment noch in Deutschland, genau. Noch? Nee, ich habe ja schon jetzt ein paar Sachen gebucht für die Sepp Live ist ja wieder online. Da kann man ja wieder dran teilnehmen dieses Jahr, hatte ich ja, glaube ich, erwähnt. Da habe ich jetzt eine Karte für und das Hotel gebucht. Ist ja im August und dann habe ich auch schon gehört, dass die Crash Live auch nochmal stattfinden soll. Im November war das dann wieder. Mal sehen, ob ich dann wieder den Andrew Braybrook treffe und ihn dann nochmal daran erinnern kann. Ich habe ihn angeschrieben, mehr kann ich nie machen. Genau. Irgendwann klappt es dann doch. Der wäre für mich echt nochmal so ein Traumgesprächspartner, weil ich liebe ja Paratro. Ist ja so eine der schönsten Entwicklungen, die ich kenne. Und deswegen hätte ich Bock drauf. Genau, das hast du mir mal gezeigt letztens, als ich mal da war. Das ist ja so ein Spiel, das man am Anfang überhaupt nicht versteht, aber wenn man ein bisschen mehr... Du brauchst das Handbuch oder du musst es erklären lassen. Genau, da habe ich ja zum Glück dich gehabt, du hast das ja leidenschaftlich rübergebracht. Das versuche ich immer wieder, bis jeder mal Paradox gespielt hat. Gibt es da so eine Plakette für so eine Auszeichnung, wenn der so als Gamification so eine Trophäe, wenn du bei euch das gespielt hast, dann gibt es da was für. Wahrscheinlich. Ich fand es ja so lustig, dass in den ganzen ausländischen Charts immer Paradroid in den Top 5, Top 3, Top 10 war. Und ich hatte das halt nie begriffen. Da denkst du, warum finden die es in jedem Land, oder halten die es in jedem Land für einen der besten C-Welt-Sicht? Wahrscheinlich auch nur, wenn man sich das gekauft hat, ne? Oder wenn es jemand kannte. Na, oder, ja. Ich finde es halt schwer, wenn man es nicht kennt, es spielen zu. Gibt halt so ein paar Spiele, da braucht man doch das Handbuch für. Und da reicht das nicht, wenn man sich das irgendwie mal, wenn das mal über eine X-Copy mal kurz auf eine andere Diskette verrutscht wurde. Das ist richtig. Finde ich auch so lustig. Im Retro-Spiele- oder Retro-Computer-Museum in Leicester, wo ich ja auch letztens war, da haben sie ja auch eine Originalverpackung von X-Copy. Und da meinte auch so, das hat wahrscheinlich kaum jemand gehabt, weil jeder hat eine Kopie oder Sicherheitskopie davon gehabt, aber keiner kennt das Original. Da war ja lustig, die haben ja damit geworben, X-Copy kopiert alles, aber du konntest X-Copy nicht mit X-Copy kopieren. Logischerweise, er hat den Kopierschutz. Stimmt, das kann sein. Das heißt, jetzt stimmt die Aussage nicht, kopiert alles. Ja, stimmt. Ich hatte ja auch mit den X-Copy-Programmierern, ich weiß nicht, wie der hieß, aber da hatte ich auch mal Gespräch. Der hat ja hinterher die ganzen Sachen, Catweasel und sowas, ein anderes Gerät, womit man Disketten jeglichen Formates einlesen kann, sowas weiterentwickelt. Spannende Geschichte, auch die Entwicklung X-Copy. Was haben die sonst so alles gemacht? Also jetzt nur das? Cyclone, glaube ich, hieß das irgendwie noch. Ah ja, das sagt mir was. Und dann kam halt, ich will mal Catweasel sagen, Catweasel ist es aber nicht. Oh Gott, dieses System, womit du halt Disketten bitgenau einlesen kannst, egal ob das Gerät sie erkennt oder nicht. Und falls es später mal ein System gibt, was sie erkennt, hast du sie digital gesichert. Ziemlich geiles System. Ist aber recht teuer in der Lizenz. Da muss man als Firma nutzen, würde es richtig Geld für zahlen. Die Software selbst ist günstig, aber die Nutzung ist halt nicht erlaubt für, also es ist halt nur für Privatleute Lizenzen. Gerät kostet, glaube ich, 100 Euro oder so. Aber wie gesagt, du darfst es halt nur nutzen, wenn du Lizenz erstellen. Aber er hat zu uns gesagt, fürs Museum dürften. Seid ihr privilegiert, ja.
sozusagen, weil wir die Sachen auch erhalten. Und das ist eine Software zum Erhalt von Software. Also, aber ich habe es noch nicht benutzt, ich habe die Karte und fehlt halt erstmal alle Geräte immer laufen und den Betrieb gewildert. Wir haben jetzt immerhin ein repariertes Atari VCS bekommen mit einem sehr viel stabileren Bild seit gestern. Antennensignal. Wofür und jetzt haben wir eins, das hat einen RGB-Mod. Okay. Dieses dran wackeln, dass das scharf wird. Das nee, aber das ist wie das wahre Leben, ne? Ja. Damals. Aber man muss ja nicht alles aus. Stimmt, gewisse Sachen will man eigentlich gar nicht mehr durchexerzieren. Habe ich auch schon mal gehabt, letztens Diskussion so, warum. Ich habe jetzt noch für einen Kunden auch nochmal einen PC zusammengebaut und ich meine, es ist das letzte Mal, dass ich gemacht habe, ist schon ewig her, also gefühlt 10 Jahre oder länger. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber dann hatte ich so ein Déjà-vu, so einige Sachen kannte man noch, ein paar neue Sachen waren dabei, es war alles ein bisschen einfacher als früher. Trotzdem hat man sich an einigen Stellen vielleicht ein bisschen leicht geschnitten. Also das ist nach wie vor noch nicht immer aktuell, aber manchmal braucht man nicht mehr so viel Schrauben, weil da ist ja viel mittlerweile ohne Schrauben möglich. Aber ich habe das Fazit bei mir, das hat mich so viel wieder Zeit gekostet und Nerven. Das muss ich nicht haben. Also ich bin nicht echt ganz froh. Mir hat das nicht Spaß gemacht. Früher hat das mal komischerweise Spaß gemacht. Als ich ganz am Anfang habe ich es für mich und für andere Leute und viel rumgebastelt. Und als allererste Mal, als ich einen PC zusammengebaut hatte, hatte ich ja schon mal erzählt, die Anekdote, habe ich den, ich hatte ja schon Übungen im Jugendzentrum mit PC zusammenbauen, von da war es nichts Neues und die liefen ja auch alle nach dem Zusammenbau. Aber mein eigener erster PC, der lief das erste Mal gar nicht an. Ich habe ihn angeschaltet, passiert ja nichts. Guck überall, eigentlich alles drin, wie es sein sollte. Okay, irgendwie ist an irgendeiner Stelle irgendwas, ich wusste nicht wo, habe das Ganze mal ausgebaut und nochmal die Karten reingesteckt und das muss irgendwo wahrscheinlich an den Karten gelegen haben. Also die Grafikkarte oder PCI oder was es damals gab. Dann keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht genau, ich habe alles, wie gesagt, nochmal raus und rein und dann beim zweiten Anlauf, zum Glück lief es, dann hatte ich auch, ist mir auch echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil 3000 D-Mark damals, die ich dafür gelöhnt habe, die sollen natürlich auch dann funktionieren, vor allem wenn man sich dann unbedingt Wing Commander 2 auch mal drauf installieren will auf die Platte und dann ist die auch schon voll. Wie gesagt, ich habe da nie Interesse dran gehabt, da war Robin immer der Freak, der sich immer alles zusammengebaut hat, gemacht hat, ich war immer eher das Software, ich hab stundenlang mich mit Software mit Programmierung, aber Hardware hat mein Arbeitsgerät das letzte Mal ein Gerät zusammengebaut, das war glaube ich ein 3.6. Das ist schon eine Weile her, ja. Ich bin froh, dass du nicht 286er gesagt hast. Nee, mein erster Computer war privater, war ein 386. Was hast du dann darauf gespielt? Ist das noch? Da habe ich die ersten Sierra-Sachen drauf gespielt, glaube ich. Wir hatten ja damals ein Spiel, also ich habe damals in der Verleihe gearbeitet. Das war immer Lux, von mir abends die Spiele mit ausprobieren wollen. Und da habe ich einiges in Sierra, genau weiß ich aber nicht, ob C war. Ich hatte ja immer eine Amiga vor. Ich habe meine Bücher immer noch nicht ganz durch, beziehungsweise nur mal durchgeblättert. Ich muss irgendwann auch nochmal rein intensiv mit beschäftigen, wenn ich mal dazu komme. Aber mich würde mal interessieren, wie du da überhaupt zu gekommen bist, in dieser Branche anzufangen damals, wenn du das mitteilen magst. Das war Zufall. Ich wollte studieren, habe bisher Musterung noch damals Militär, die mir vorher gesagt, mein Studium hat einen Platz gesucht und dann die Musterung. 4 mit Einschuss hat und ich musste doch vergessen, also ich konnte zeitlich nicht verweigern, musste dann zum Bund und verloren gehen. Und dann war ich beim Bund, dann nach 3 Wochen entlassen, weil ich nicht tauglich war und dann war mein Studienplatz weg und ich ein Dreivierteljahr Luft und einen Job in einem Spieleverlag. Das endete dann irgendwann so weit, dass der Chef das toll fand, wie ich das machte und ich sollte mich da kümmern, auch Leute einzustellen und so weiter. Hauptsache, er hat seine Ruhe. Und dann gab es da einen Kunden, das war nämlich der liebe Robin, der jeden Tag dort als Jugendlicher im Laden rumhing, jünger Mensch. Und da hat der Chef dann jeden einstellen, ich möchte, außer Robin, der ist immer da. Ich sag, aber den brauchen wir anlernen, weil er war jeden Nachmittag 3 Stunden Location, wie weiß ich. Dann hat der Chef gesagt, ja, dann stellst du halt Robin. Ein paar Jahre später hatte der Chef, weil da gab es noch später einen Spielverleih über einen Verein, ging dann noch mehr Clubmitschaft und irgendwann hatte er keinen Bock mehr und wir haben dann am Ende den Warenbestand abgekauft. Das klingt wie so ein Märchen. Ja, das war wird. Dann hatten wir 3 Filialen irgendwann mal, dachten, so läuft. Dann kam eBay und Spiele kaufen, mit 2 Filialen geschlossen, haben eingemottet und andere Jobs gemacht. Richtig und Ente im Retro-Shop, weil wir irgendwann überlegten, was wir mit den ganzen Sachen, die da noch 60 Jahren oder 30 rumlagen, machen. Und dadurch hat ja, ich muss irgendwie mich auch. Ich muss ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, da stand immer so ein Kunde mehrere Stunden im Laden rum, das könnte ich gewesen sein. Also ich meine, das habe ich auch immer gemacht und habe dadurch auch so einige Leute kennengelernt. Ich habe dann den Chef überzeugt, das müssen wir einstellen. Und das Argument, den müssen wir nicht anlernen, hat dann doch... Ich weiß so, bei uns, als wir da auch mit Freunden rumstanden und uns unsere so sozusagen irgendwann so eine Clique auch gebildet hatten, man kannte ja dann irgendwann auch die Leute, die dann auch vorbeikamen und dann fachgesimmelt haben im Laden, dann irgendwann meinte auch der, das war nicht der Eigentümer, aber der dort angestellt war, meinte, kauft ihr auch irgendwann mal was oder seid ihr nur zum Quatschen oder so? Das ist auch immer lustig. Und dann so, ja, wenn mal gucken, weil ja Geld ist, Taschengeld da ist, dann holen wir mal wieder was. Ne? Ich habe auch ein paar Sachen natürlich gekauft, also so ist es nicht. Und
Damals hatten die sogar eine Vorführung mit einem anderen, zu anderen Leuten, die haben sich auf Hardware-Verkäufe spezialisiert und hatten dann damals, als Comanche rauskam, das allererste Mal so einen Tisch aufgebaut, dann konnte man da wirklich live Comanche mit dem neuen Thrustmaster-System spielen, das rausgekommen ist, dieses Hotas, also Hands-on Bottle and Stick spielen. Und das war der Hammer. Und ich habe das Ding irgendwo, also die Packung und die Hardware immer noch irgendwo rumliegen, aber also da hängt so viel Herzblut dran. So habe ich natürlich ziemlich viele Simulationen mitgespielt damals. Aber es ging halt mit Comanche und mit diesem super tollen System los und das war dann halt auch in dem Laden, ne? Und das war eigentlich ein guter Treiber, um Leute dann zu motivieren, auch mal solche Sachen zu kaufen. Also inklusive natürlich die Hardware, aber die Spiele natürlich auch. Gab es solche Events bei euch auch, wo dann auch mal was vorgeführt wurde oder mal was probespielen konnte oder so? Dafür war das damals zu klein, wir 30 Quadratmeter. Achso, also einfach nur so ein quasi ein begehbarer Kleiderschrank in Amerika. Begehbarer Kleiderschrank im Keller. Und da hatten wir irgendwann noch eine Filiale Verein wurde. Da das eine war dann Hohe Luftchaussee und da hatten wir danach eine Festfiliale beim Größer. Und dann war auch da habe ich dann auch das erste Mal Dynar Blaster Sachen regelmäßig gespielt, dann Turniere gemacht, größer. Irgendwann. Ja, Dynar Blaster, das war auch so schöne Erinnerung, ja. Ich das. Weißt du, auf Amiga 500 haben wir es dann ja auch mit irgendwann so einen Verteiler gehabt für den Joystick, vier Spieler. Konnten auf dem Joystick spielen und einer musste leider immer auf dem Keyboard spielen, der fünfte Spieler, der hat sich auch mal verloren. Ich spiele gerne. Also gefühlt hat der immer verloren, der am Keyboard war. Das mache ich nicht. Die meisten, also Keyboard ist halt präziser, aber du hast die Arschkarte. Weil du stimmt, dann mit dem Keyboard bist du in der Mitte oder was ist das? Ja, Keyboard ist immer in der Mitte. Deswegen hast du natürlich, wenn die vier am Rand gut spielen, siehst du dir durchfressen, hast du keine Chance. Aber da du halt Tastatur noch ein bisschen genauer bist am Joystick, kannst du einen kleinen Tick besser agieren. Genau, das war das Problem mit denen, dass man in der Mitte dann sozusagen von allen ja attackiert werden konnte, ja. Hast du dafür eine Lösung gefunden? Dass das so eine Strategie oder einfach nur, du spielst man mit Leuten, die im Grunde ja dann weniger Erfahrung haben, ich will jetzt nicht sagen, schlechter sind. Ich habe auch schon gegen Leute gespielt, die dachten, sie sind besser. Vor ein paar Wochen eine Gruppe Englocation, die Turniere spielten und die waren sich sicher, sie mich platt machen. Das erste Mal Angst, habe ich auch alle platt. Anscheinend kann ich diese Version spielen. Sonst bin ich in den Bomberman-Varianten so weiter bin ich. Aber bei Dynar Blaster verliere ich. Ich hatte ja mal ein enges Match Chito. Der hat ja nur 4 verloren. Vor 2 Wochen Sucharin, da habe ich auch nur 5-4 gewonnen. War sehr eng. Was war das mit Bomberman in England? Was ist das Turnier? Keine Ahnung, die haben mir erzählt, sie spielen Turniere manchmal in England und die waren sich sicher, und die waren sehr frustrierend. Sehr frustriert. Die kommen nicht mehr wieder. Und dann hatte ich ja mal den Gag auf der Messe, das war schon tausendmal. Da kamen Frühklassen und so lange sie gewinnen und dann habe ich 6 oder 7 Stunden Bomberman nicht gewonnen. Waren die alle genervt, aber ich war glücklich, 7 lang gewonnen. Das ist ja ein Typ neben mir und der mir dann sagte, Programmierer von Japanisch, google mich. Habe ich ihn googelt und der hat für Hudson's of Japan den Multiplayer, genau die Amiga fast. Programmierer des Spiels. Stimmt, ich erinnere mich. Dann wollten die alle, dass ich gegen den Programmierer spiele. Ja gut, der Programmierer, ich kann das aus eigener Erfahrung, ist nicht derjenige meistens, der das Spiel am besten beherrscht, notwendigerweise. Das ist richtig, aber ich hatte Angst. Ja, das glaube ich, das macht erstmal Eindruck, ne? Also der quasi wie bei das Tron, Spiel, der das Leben entwickelt hat. Nein, und dann habe ich halt gesagt, der User. Ich spiele das Spiel, ich war mir sicher, ich lose ab und das Spiel, weil ich habe ja gesagt, wenn ich verliere, ist ein paar Jahre und ja, ich habe die Premiere gewonnen und er sagte halt, aber er kenne einen in Japan, der könnte mich eventuell schlagen. Das wäre auch nochmal was, einer der extra aus Japan, quasi Bomberman-Sniper. Ich brauche das eigentlich, ich bin eigentlich so ganz glücklich, dass er da ganz entspannt um. Ich habe das irgendwann zu ernst Problem und wir hatten ja früher auch Journale, wo ich 30 Runden nacheinander unentschieden, und da haben wir uns auf ihn geeinigt, 10 Jahre nicht mehr angefasst und ich glaube, das wird das der Japan auch. Genau, ungeschlagen bleiben ist immer noch am besten, ne? Ja, am besten gleich zurücktreten, sage ich, spiel. Es macht mir auch Spaß. Genau, war das nicht bei dem einen hier eine Handvoll Dollar, oder wie er hieß, mit diesem, hieß der nochmal, der diesen Weltrekord gemacht hat für dieses Donkey Kong auf dem Arcade, und dann gab es da noch so eine Dokumentation dazu, wo einer, so ein Familienvater, sich so ein Ding auch nochmal gekauft hat, so einen alten Arcade, und der, also nach 15 Jahren, wie lange das her war, und versucht halt diesen zu schlagen, den Highscore, und hat das, glaube ich, auch geschafft oder auch nicht. Also da gab es ja auch so ein bisschen Gemauschel angeblich mit einem so. Hatte ich auch ein Interview, ich glaube Riley, der war Donkey, dem hatte ich ein Interview, und was cool war, da hatte ich mit dem Schiedsrichter, der die ganzen Events weltweit gemacht, hatte ich auch ein Interview, der war auch total abgefahren. Der ist auch bei Ralf Reichts als Comicfigur mit drin, mit so einem gestreiften Schwarz-Weiß, total irre. Und wir begrüßen Fabs Kimo. Ja, hallo. Wie geht's denn so? Ich seit 3 Tagen im Ohr, das notierend, dich in echt zu haben. Weißt du warum? Erzähl, warum, was? Weil du genau vor einem Jahr mit Robin, oder knapp über einem Jahr, das Thema Papyrus gemacht hast. Und das ist jetzt gerade wieder als Classic. Oh. Und den höre ich mir gerade wieder an, seit 2 Tagen.
Oh, ist ja interessant. Es ist schon ein Jahr her, krass. Über ein Jahr. Wie gesagt, das war schön nochmal zu hören wieder. Deswegen sagte ich, es ist lustig. Gestern den ganzen Abend im Ohr gehabt und heute im Laufe des Tages zwischendurch im Auto. Das war jetzt lustig. Da denke ich auch so, oh, mal sehen, wann der wieder zum Stammtisch kommt. Zack, ist er da. Ja, na, ich bin ja ganz happy, weil ich habe den Arne, der kommt später noch hier auch rein, den habe ich gewinnen können für einen Movie-Kompott. Also okay. Wir haben uns vorgenommen, die Filme von Neil Blomkamp zu besprechen. Also die kennst du bestimmt, das ist District 9 und gehört, aber dieser komische Film mit diesen Robotern, Chappie und Elysium hat er auch gemacht und sowas. Und diesen neuen, wie ist dieser Film, von irgendeinem Racing-Game. Gran Turismo? Ja, genau, das ist auch von dem. Ist so ein komischer Typ aus Südafrika, der macht eigentlich recht geile Filme. Mit cooler Computergrafik und coolem Worldbuilding und so. Und Arne war da auch ganz begeistert und deswegen gucken wir jetzt uns die ganzen Filme durch und dann machen wir irgendwann eine Folge drüber. Hast du Fallout geguckt, die Serie? Ja, habe ich gesehen. Und der Witz ist, ich habe ja noch nie in meinem Leben ein Fallout-Spiel angefasst. Noch nie, ich kenne es. So. Und ich habe eine Zeit lang dieses Fallout New Vegas oder so, das habe ich mal gespielt. Ja, ich kenne gar nichts, ich wusste auch nicht, was es da geht. Ich habe es einfach naiv angeguckt. Ich war nach Folge 3 geflasht. Ist ja so. Oh. Ja. Geht mir ähnlich. Ich habe das auch irgendwie immer, das Thema mich nie begeistert hat, nie gespielt, aber jetzt habe ich auch die ganze Serie durchgesuchtet, auch nochmal den Anfang nochmal angeschaut, weil den Anfang nochmal ein bisschen. Erst so richtig, wenn man genau das Ende kennt. Und jetzt habe ich mir sogar, heute ist angekommen, Fallout Special, von der Special Anthology Edition, das etwas umstrittene Mini-Nuke-Ding. Das habe ich irgendwie eBay gefunden, wo du so eine kleine Mini-Nuke aufmachen kannst und dann sind da die Spiele drin. Okay. Ja, ich habe nur gehört, dass jetzt dadurch irgendwie die Zahlen der Spieler bei Fallout 4 wieder voll explodiert sind. Ja, und zwar extrem auch die Käufe von den alten Versionen, das ist ganz doll hoch. Also ich finde alles, was vor Fallout 4 ist, schwierig von der Grafik fast schon. Ich kenn's nicht, dazu gar nicht sagen. Also Fallout 3 ist noch richtig so DirectX 7 oder 9 oder so und ziemlich, also ich will nicht sagen, krümelig ist es nicht, aber es ist so der alte Ego-Shooter-Stil noch so, wo die recht wenig Polygone hatten und so und die Texturen auch so komisch verwaschen aussehen. Aber bei Fallout 4, das ist da schon, das sieht schon ganz nett aus und es gibt es jetzt auch für 11, 12 Euro überall zu kaufen irgendwie gerade. Spiel kann ich nicht. Ja, diese Open-World-Spiele, da muss man sich schon ganz schön reinsteigern. Hallo. Hi. Ja. Ja, Ali ist auch da. Hey. Ja, in voller Lautstärke. Oh, bin ich wieder laut? Ja, kannst dich gerne ein klein bisschen runterregeln. Oh, okay. Hey, wer bist du denn? Ich glaube ich noch gar nicht. Ja, du bist ja auch so selten da, Fab. Du bist zwar alt, aber... Ja, alt und retrodement. Der Ali wird in jedem Podcast am Anfang erwähnt. Ach so, also ein cooler Unterstützer, ja. Ja, genau. Supi. Du bist irgendwie vom Gumpel zum Grumpel, ne? Habe ich richtig verstanden. Ja, genau. Wieso? Das fand ich lustig. Ja, also ich habe gerade noch ein klein bisschen leiser machen, ich suche gerade die Einstellung dafür. Wie klinge ich denn so? Ich weiß ja nicht, wie ich bei euch ankomme so. Lautstärkentechnisch oder Stimme? Ja, also rein technisch. Für die Stimme jetzt. Kannst du nichts und die Technik, sie klingt gut. Du bist genauso laut wie ich halt, deswegen fiel halt der Ali gerade auf, dass er ungefähr 30% lauter ist als ihr beide. Ich weiß jetzt nicht, wie das aufgenommen wird. Jetzt haben wir wieder das Problem bei der automatischen Auspegelung, dass nachher wir alle gar nicht mehr zu hören sind. Stimmt, das ist mir letztens auch aufgefallen bei irgendeiner Aufnahme. Das ist eine Automatik, die hat mal einer geschrieben für uns. Ich kann das ja nicht händisch auspegeln, verschiedene Spuren. Aber manchmal sind da halt Probleme. Ist ja ein Stamm, haben wir auch echt im Vorspann. Das ist ein Stamm, jeder soll mitmachen, selbst wenn er die einloggt oder wenn nicht den Richard einer mit seinem Reis verschimpert oder ähnlich. Ja, halt it's not a bug, it's a feature. Ich meine, beim richtigen Stammtisch gibt es auch Leute, die laut rumschreien und manche sind ganz leise im Hintergrund und so. Hier darf man sich aus Berlin schalten. Wird so ein bisschen besser, oder? Okay. Mit noch einen Millimeter runter, aber so, das war fast schon übersteuert. So besser, ja? Ja, so. Okay. Ja, ich hatte gerade eben nach langer Zeit den Rechner mal wieder an und habe direkt in meiner super Logitech-Software ein Update gehabt und dann war mein Mikrofon mit einmal weg, super, weil sie das intern umbenannt haben und so. Wunderbar. Ich habe heute meinen Rechner nach dem Update wieder hochgefahren und sagte er, wollen Sie wie immer Ihr Mikrofon Oculus Rift benutzen? Ich habe nicht mein Oculus angeschlossen, aber egal. Ja, das macht, seit dem Anschließen, seit ich das erste Mal dran hatte, habe ich genau die gleiche Meldung gekriegt. Genau. Ja, aber ich habe den gleich dann. Nee, angeschlossen ist es aktuell auch nicht, aber er hatte das wohl in der Liste und meint, ich würde das jetzt immer verwenden. Ja, kann ich auch. Ja, ich muss ja sagen, ich habe letztens die beiden Computer von meinen Kindern von Windows 10 auf Windows 11 abgedatet und es lief problemlos und auch flott.
Also es läuft ja auch, Windows 11 ist ja auch echt gut, da habe ich kein Problem mit. Nur du hast halt bei Windows immer so ein bisschen die Problematiken, dass du am nächsten Tag nicht weißt, ob der Soundkanal noch da ist. Also manchmal verschieben da sich einfach Sachen, das kann man nicht nennen. Und wenn du noch sehr viel mit Streaming-Geschnitten so arbeitest, dann musst du halt jedes Mal checken, TeamSpeak, Skype, Streaming, ob immer, wenn du das nächste Programm öffnest, die Wiedergabe regelt. Die switcht er gerne mal. Mit einmal bist du plötzlich im Mikro von der Webcam oder so Scheiß und es ist die Qualität wieder nicht. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Oder ich hatte auch eben extra nochmal die Einstellung gecheckt, bevor ich hier bei TeamSpeak bei euch reingekommen bin. Und dann hatte der ja sozusagen die Ausgabe war mein irgendwie Realtek-Lautsprecher irgendwas und dann stand es zweimal in der Liste und das, was er jetzt haben wollte, war das gleiche wie das, was ich, also ich habe nur eine Ausgabe, eine Soundausgabe, aber die war da irgendwie zweimal in der Liste und die eine war durchgestrichen. Ja, bei mir sagte er, ihr Rode 3 ist durchgestrichen, nehmen Sie doch ihr Rode 4, ich habe nur eins dran dabei. Genau, so ein Problem, so ein Quatsch. Das Coole ist, bei Windows 11, das sieht irgendwie ein bisschen übersichtlicher aus, aber im Endeffekt sind manche Sachen verschlimmbessert sogar. Also ja, so Bedienung ganz ist simple okay. Sachen, also wie Hintergrundbilder einstellen, sind so komplex und kompliziert geworden, das will man gar nicht, das versteht man auch gar nicht. Es ist alles so ein bisschen versteckt worden, wie dieses Rechtsklick-Menü, wenn man viele Sachen hin und her kopiert und so. Man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Ich wusste nicht, wie man den Bildschirm löschen, also den Bildschirm nicht löschen, sondern alles auf einmal schließen, also Bildschirm anzeigen, dass das ganz rechts so ein Doppelstrich ist. Und neben der Uhr, ne? Wenn du genau. Und neben der Uhr der Doppelstrich. Das ist ja wichtig für mich, die Desktop-Anzeigen, die Funktion. Die wusste ich nicht. Da bin ich bei durchgedreht. Wie kann ich denn den Desktop anzeigen? Ich kann auch nicht per Hand immer kleiner machen. Die war plötzlich dann da irgendwo. Ich weiß nicht. Aber ich bin so. Ich bin auch sehr früh umgestiegen in diesem hier. Bei den Windows-Updates gibt es irgendwie so ein Unterprogramm, wo du dann auch Beta-Test-mäßig mit eingebunden wirst. Und da war ich mit Windows 11 mit einer der ersten, der dabei war. Ich habe nie groß Probleme gehabt oder Abstürze oder irgendwas in der Art. Nö, also stabil läuft es schon. Also bei meinen Kindern war es nochmal das Problem, genauso wie bei meinem Rechner auch, dass wir eigentlich die Mindestanforderungen nicht erfüllen. Also kein TPM. Kein, weiß ich hier, der Prozessor ist älter als 4 Jahre, also diesen ganzen Quatsch, was eigentlich keiner braucht. Aber es gibt zum Glück so ein paar Programme, die halt so zum USB-Stick erstellen oder so, ne? Wie zum Beispiel Rufus. Rufus ist eins der besten. Habe ich auch drauf, ja. Ja, der lädt sich dann auch einfach sozusagen, der weiß dann schon, wenn du irgendwie Windows 11 haben willst und so, also, ah ja, und hier, guck mal, ich lade dir dann das Image gleich runter und dann kannst du beim, kannst du auch gleich anklicken, ja, mach mal diese ganzen Sachen weg, diese Überprüfungen oder so, ne? Und bisher läuft es mit den Updates ganz gut. Ich habe nur festgestellt, dass so Major-Updates, wie zum Beispiel jetzt das letzte war irgendwie von 22H2 auf 23H2, dass das im Update-Kanal nicht erscheint. Weil er dann scheinbar dann doch immer wieder bei so Major-Updates dann überprüft, ob die den Anforderungen entsprechen. Tun sie nicht. Also muss man dann den ganzen Quatsch nochmal manuell updaten oder so oder upgraden. Aber das läuft zum Glück bis jetzt problemlos. Also ich kann mir jetzt hier irgendwie nicht 3 neue Rechner kaufen, nur weil ich Windows 11 haben will. Nee, ja, Quatsch. Da gibt es ja immer. Und es gibt immer Möglichkeiten, das so ein bisschen zu umgehen, ne? Ja, zum Glück. Also ich glaube immer noch, dass Microsoft da jetzt immer noch froh ist, immer noch das lieber sehen, dass ganz viele Leute das benutzen, als dass sie das so ganz, ganz hart durchsetzen und es dann überhaupt nicht funktioniert. Da machen sich ja dann auch wieder keine Freunde mit. Ich fand halt sehr fair, dass man es ja, wenn man das 10 hatte, sehr, sehr lange, ich glaube sogar teilweise bis heute umsonst. Ja, und man kann es ja auch immer noch, also auch Windows 11 kannst du ja mit teilweise, also mit Windows 7, 8 und 9 und 10 irgendwie, also 9 gab es ja nicht, ne? Also mit Windows 7, selbst mit Windows 7 Lizenzen kannst du das noch updaten. Sollte irgendwie, ich weiß nicht. Also ich habe ja so einen hartnäckigen Freund, der immer noch Windows 7 benutzt und der steht total drauf. Okay. Windows 7 fand ich ja noch gut, Windows 8 fand ich scheiße. Ja, 8 ja das, war ein bisschen komisch. Mein Papa hatte, der hat irgendwann die Nase voll gehabt und ist zum Mediamarkt und hat gesagt, ich will jetzt einen guten Computer haben. Da hat er sich irgendwann so einen 1.000 Euro Gaming-PC hingestellt für seine Internetsurferei und Ebay-Geschichten. Und da war dann einfach Windows 8 drauf. Also, ja, das mochte ich. Also mit diesen riesen Kacheln, das sieht ja aus wie ein Betriebssystem für ein Tablet und nicht für ein... Da war es ja auch gleichzeitig. Also, ja, das war dieses Tablet-Dinger, die waren ja auch für Touchscreens gedacht. Ja, ganz schlimm. Also das war dann vorinstalliert und dann kennt er sich natürlich nicht richtig aus und sagt, guck doch mal hier, guck doch mal da, da kommen immer komische Meldungen und so. Und dann musste ich mich da durchwurschteln. Also Also mich hat es ehrlich gesagt nicht groß gestört. Also Windows 8 war auch stabil. Also sind ja immer irgendwie... Ich mochte es bei Video und optisch nicht. Eben, genau. So jede zweite Version von Windows bin ich immer sehr zufrieden mitgefühlt.
Aber wie, außer jetzt, wie gesagt, auf 11 fand ich beide gut. Sind wir die Bedienung halt, man muss halt wissen, wo man was findet. Mich nervt es halt, wenn ich mich jahrelang an irgendwas gewöhnt habe. Und dann ist plötzlich. Ja, und Windows, die haben immer noch dieses Problem, dass du da irgendwie so irgendeinen Dialog hast, du willst irgendwas machen und dann sagt er, ja, okay, dann klickst du hier nochmal und dann kommst du in so ein anderes Fenster und das sieht wieder aus wie von Windows 7 und dann hast du wieder irgendwelche Schaltflächen, die sehen aus wie bei Windows 95 und also immer noch so im Hintergrund versteckt. Oder auch so komische Sachen wie, ja, du kannst dann irgendwie ein Backup machen, aber du kannst halt auch die Windows 7-Methode für Backup immer noch benutzen und irgendein Image machen. Das ist alles so komisch inkonsistent. Ja, so ein bisschen Kompatibilitätsversuche und nicht immer konsequent, aber stört mich. Nee, stört mich auch nicht. Inzwischen habe ich mir im Laufe der letzten 100 Jahre habe ich mich ja dran gewöhnt, aber also so richtig cool ist es trotzdem nicht. Ich verstehe auch, warum andere das nicht leiden können oder... Also das ist bestimmt beim Mac bestimmt viel gestreamlined da oder so. Wenn ich Mac mir angucke, Sachen, da habe ich ganz andere probiert, weil ich will jetzt schon wieder hier anfangen. Ich bin halt überhaupt kein Mac-Freund. Ich mag zwar die Hardware theoretisch, aber ich komme halt mit den Geräten nicht klar. Ich hübsch die Sachen, aber ich weiß nicht, ich bin kein Freund. Ja, die VR-Brille von Apple, die scheint ja zu floppen, wa? Ohne Ende. Also da habe ich auch gelesen. Ja, erstmal kann die sich keiner leisten und zweitens gibt's irgendwie, haben sie ja gehofft, dass die ganzen Developer da aufspringen und auf diesen neuen App Store dann haufenweise Apps programmieren für diese Brille, aber macht irgendwie keiner. Ja, sicher nicht. Und wenn du guckst, was du mit der Quest 2 oder Quest 3 machen kannst. Ja. Ich hab jetzt eine Quest 2 hier und ich bin echt begeistert. So, ist weiß super, ich nicht. Ne? Ich habe die per Kabel mit Steam VR am Laufen. Ich habe Half-Life Alyx drauf gespielt. Ich habe so ein paar andere Sachen jetzt zum Reingucken so ein bisschen mal ausprobiert einfach. Das ist für mich und meine Zwecke für den privaten Gebrauch reicht das Ding 100 Mal. So. Ja, ich hab versucht. Ich kenne das, meine Kinder haben das. Ich habe Flugsimulator mit dem einmal damit gemacht. Das war gut, aber ich habe halt leider auch schon Quest 3 gesehen. Ja. Die leider mal mit hattest. Die ist schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass im Preis-Leistungs-Verhältnis PS am besten war und da gab es die bessere Software für. Und die soll ja jetzt anscheinend für VR. Genau. Die wird da jetzt auch nutzbar. Ich war auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir so das Für und Wider mal anschaue. Ich bin aber wirklich mit der Quest 2 zufrieden. Ja, ich habe so halt, ich weiß jetzt, kann Richard sagen. Ist immer noch, wenn du jetzt PSVR guckst, dass das Horizon-Ding, ist das immer noch State of the Art oder gibt es da jetzt an der Quest 3 Sachen, die viel besser aussehen? Das, diese AR-Geschichte, also wo du sozusagen Pass-Through durch die Brille durchgucken das kannst. Das ist lustig, das meine ich ja nicht. Ich meine jetzt aber nur von der reinen Qualität her. Da so eine reine Killer-App auf der Quest 3 oder so dann. Ja, also ich auf der PSVR das Horizon so ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist auch darauf angepasst, ne, auf die Hardware, ne? Ja, genau. Das Problem. Weil die Vibration am Headset gibt es natürlich nur ausschließlich bei der PlayStation VR 2 Brille. Das hat keinen für den Preis und das Eye-Tracking auch. Kriegst du für den Preis gar nicht bei einer anderen VR-Brille im Grunde. Und das andere ist ja, dass die, ich glaube, irgendwie jetzt Sonys versäumt, da die Leute, die Spielentwickler dazu zu hypen oder für zu begeistern. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Bei der ersten war es ja eher anders, da gab es ja genug Content. Aber hier haben sie irgendwie, ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Wie gesagt, ich frage mich bis heute noch, warum da jetzt so wenig Content gefühlt da ist. Aber das ist ganz schön abgeflacht, ne? Gute Spiele, auch so ein Paddelspiel da, wo du im Wasser bist, im See und das sieht super hochauflösend und realistisch aus, ne? Aber ich glaube, es gibt auch für den PC, ich bin mir nicht sicher. Kajak VR meinst du? Ne? Ja, das gibt es auch für PC. Wenn die jetzt auf Steam verwendbar ist, geht das jetzt schon oder ist das nur geplant? Also ich habe gehört, dass ich habe schon gehört, dass das möglich ist, aber dass hier und da noch so ein paar Kompatibilitätsprobleme da sind. So. Hast du das mal probiert, Richard? Weil Sony hat es ja sozusagen freigegeben dafür oder irgendwie da was. Ich habe es noch nicht mir angeschaut. Ich weiß nicht genau. Also es ist jetzt auch nicht so auf meiner Prioritätenliste an höchster Stelle, wenn ich ehrlich bin, aber muss ich nochmal schauen. Ich weiß noch, ich war jetzt auf der Hannover Messe, also sprich der Industriemesse, die ist ja diese Woche jetzt heute zu Ende gegangen und da soll es angeblich auch von Siemens auf dem Stand eine entsprechende angepasste Sony VR-Brille gegeben haben in Zusammenarbeit und ich glaube, ich habe jetzt gesehen, auf der CES haben sie die auch schon mal damals zu Anfang des Jahres da irgendwas erzählt und erwähnt in den News. Also müsste jetzt wahrscheinlich
bald besser werden, aber wie gesagt, das muss ich mir auch nochmal im konkreten Fall anschauen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist noch super von der PS. So gesehen schon, genau. Also für den Preis kriegst du, auch wie gesagt, wenn man die haptischen Elemente nutzen kann, wie gesagt, das ist die einzige Brille, die eine Vibration eingebaut hat im Headset. Das gibt es sonst gar nicht. Und das Eye-Tracking natürlich. Das kriegst du für den Preis sonst ja nicht. Schreibt jemand im Pad mit Shownotes, wenn gerade noch. So gerade die Shownotes erstmal wieder. Okay. Ich muss mal wieder auskramen. Ach, übrigens, die Meta Quest 2, die am PC anschließend geht auch ohne Kabel, ne? Ist ja klar. Ja, natürlich. Ne? Du kannst über diese Airlink. Ich habe das auch probiert, aber irgendwie habe ich hier verbindungstechnisch war das nicht das Gelbe vom Ei. Kommt auf an, wie weit dein Router entfernt ist und ob du einen 5G oder 6G-Router nimmst, ne? Ich hab ein 5G-Gerät, aber hier eine komische Konstruktion mit Powerline-Adaptern und einem PC oben im Arbeitszimmer. Der Router steht im Wohnzimmer und so. Das ist alles ein bisschen Kuddelmuddel. Ja, das vielleicht mit Kabel dann doch geiler. Genau, ich hab's am PC jetzt ausprobiert, wie gesagt, mit grafisch intensiven Titeln wie Half-Life Alyx, so, das funktioniert für mich wunderbar. Ich habe hier erstmal bis jetzt nur einen kleinen Raum zur Verfügung, also mit diesem Gittermuster so abgezeichnet, da kommst du schon schnell an deine Grenzen. Der Plan ist, das dann irgendwie mit einem Zweitrechner auch ein bisschen ins Wohnzimmer zu verlagern. So, und dann mal zu gucken. Ja, macht auch Sinn. Ich weiß nur, damals haben wir die verrückten Experimente gemacht mit Virtual Desktop damals, dass man sozusagen Rechner zu Hause hatte, mit Steam laufen und dann über Virtual Desktop, so eine Anwendung, dann kann man dann halt auch sich draufschalten über die Quest 1 damals und Quest 2. Da, als die rauskamen, da haben wir so ganz verrückte Experimente gemacht in unserem VR-Lab damals. Und einige haben da wirklich ein bisschen bekommen. Also hat mich jetzt nicht so interessiert, aber dass die dann zum Beispiel Alyx oder GTA-Mods gab es ja auch schon damals dafür streamen konnten auf der Arbeit. Also sie waren dann sozusagen in einer anderen Location und haben dann sozusagen das Spiel gestreamt. Und das Krasseste, was ich mitbekommen habe, ist, als ich damals mit ein paar Leuten und auch unter anderem so ein YouTube-Streamer über VR in England und wir nach zur Oculus Connect 6 damals, die letzte war das, 2019 gefahren nach Amerika und er hat dann echt mal gewagt, er hat dann einen Rechner zu Hause angelassen in England und hat dann No Man's Sky gestreamt auf seiner Quest 2 war das, glaube ich, damals oder 1, nee, weiß ich gar nicht, was 1 oder 2, hat er dann auf jeden Fall No Man's Sky mit einer richtig krassen, natürlich Low Latency beziehungsweise Highlight, also es war wirklich sehr, sehr laggy, ne? Er konnte ja kaum spielen, aber technisch ging es. Also er war über den Atlantik, konnte er ein VR-Spiel streamen von seinem Gaming-Rechner. Das fand ich schon krass. Bei mir war der Computer bei den Fußsimulator nachher überfordert. Mit Fußsimulator läuft sonst super und ruckelfrei auch in hoher Auflösung. Aber mit der VR war dann doch ein bisschen der war ziemlich Stress. Ist deine Grafikkarte an die Grenzen gekommen? Definitiv. Was hast du da verbaut? Weiß ich, keine teure, also keine, ich weiß es nicht. Okay. Irgendeine GeForce-Mittlere, weil ich zahle nicht mehr Geld für eine Grafikkarte. Ja, ich habe vor kurzem geupgradet, aber mit einer... Ich spiele ja fast keine modernen Spiele, ich spiele eigentlich gar nicht moderne Sachen. Ich habe halt geguckt, ist bei mir ein reines Hobby. So, ja, ne? Ich habe halt geguckt, dass der Flugsimulator ordentlich läuft, der lief in hoher Auflösung und das hat... Also im Endeffekt hat die PC-Entwicklung jetzt auch nicht so riesengroße Schritte gemacht. Also gibt schon, aber also ich habe hier locker Cyberpunk 2077 gespielt mit meinem 11 Jahre alten Rechner. Funktioniert hervorragend. Du musst ja nicht in der Auflösung mit Schattenwurf oder sonst was. Ja, nee, also es gibt auch so ein paar Mods, die sozusagen extra die Grafik, die ganzen einzelnen Grafiksachen so tweaken, dass die auch mit älteren Grafikkarten wunderbar funktionieren. Und also ich spiele auch nur in Full HD. Also die Auflösung ist da auch nicht so hoch. Reicht ja auch aus, wenn ich das Gerät benutze. Also ich hab da, was Cyberpunk angeht, den krassesten Sprung irgendwie hingelegt. Ich habe Cyberpunk 1.0, direkt die erste Version auf der alten Xbox gespielt. Auf einer One X, dazu gesagt. Da ist es dann ständig abgestürzt. Ich hatte Grafikfehler, keine Ahnung, bevor das ganze Gepatche zum Glück losging. Und dann habe ich meinen PC aufgerüstet nach und nach mit einer 4070 Ti und einem guten Prozessor so. Und jetzt habe ich das nochmal gespielt. Ultra-Wide-Monitor und 75 Hertz auf Ultra- und Psycho-Einstellungen, die ganze Grafik. Und das macht schon Spaß irgendwo. Ja, macht auch mit weniger Einstellungen voll Spaß. Also komplett. Es ist auch einfach ein fantastisches 400 Spiel. 400 Stunden schon reingeballert. Ja. Ich habe zweimal durchgespielt und mir dann irgendwann vor 2-3 Monaten noch das DLC gekauft.
Ja, ja, ja. Phantom Liberty und habe das dann auch nochmal durchgespielt und jetzt bin ich am Kotzen, weil ich komplett aufgemotzt bin und es gibt keine Aufträge mehr und nichts. Also, ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl gut. Ich bin dann auch immer wieder rein und habe noch einen Run gemacht und noch einen Run gemacht. Ja, und, ich mache dann auch mal diese Auto-Aufträge oder verprügel irgendwelche Psychos, die dann irgendwo rumstehen und erfreue mich an den. Und ich habe sozusagen mich so vollgepackt mit Chrom. Es ist einfach geworden, ne? Ja, also nee, es gibt ja dann, kennst du den Chrom-Kompressor? Den hat, glaube ich, nur ein Ripper in der Stadt. Und kennst du gar nicht, wa? Nee. Da kannst du sozusagen, du kannst ja sozusagen, wenn du auflevelst auf Netrunner oder so, kannst du ja eh schon dein Chrom überladen. Kannst du noch mehr Chrom machen. Ja. Ne? Und dann, wenn du den Chrom-Kompressor als Betriebssystem einsetzt, dann kannst du nochmal 50 Punkte mehr. Ach was. Chrom draufpacken. Was? Aber dafür hast du gar keine anderen Fähigkeiten mehr. Also du kannst kein Sande Vistan und kein dies und kein das, sondern bist wie in einem Oldschool Spiel. Aber du kannst die ganzen ikonischen Chrom-Dinger alle dir reinballern. Ne? Also die ganzen, die so viel Punkte brauchen immer so, die man sonst nicht alle auf einmal haben kann. Und dann bin ich jetzt vollgepackt mit Chrom, aber es nutzt mir nichts, weil das Spiel ist dann leider zu Ende. Ich ich war zuletzt mit einem als Netrunner dann auch unterwegs und das also das macht das alles schon sehr einfach. Ich hab auch alles ausprobiert, also sowohl mit Berserk als auch mit Sande Vistan und mit wie sie alle heißen. Und am Anfang habe ich immer ganz gerne die ganzen Leute gehackt und habe die immer so lahmgelegt. Und dann habe ich irgendwie Berserk ausprobiert, wo er dann so diesen Ausraster-Modus hat. Und dann gibt es ja noch dieses Sande Vistan ist ja wohl immer die Zeit verlangsamt, ne? Auch ja, mit da habe ich dann auch wild kombiniert mit Sprüngen mit Katana vom Hausdach in der Luft, dann Leute hacken und mit dem, ja, also es macht halt auch einfach Laune, ne, bis zum gewissen Punkt da richtig schön rumzuprobieren. So. Ja, und ich habe jetzt inzwischen auch fast alle Autos, das ist auch ein bisschen doof, aber man kriegt ja dann auch immer, wenn man die ganzen Aufträge abgearbeitet hat und die irgendwann sagen, ja, jetzt hast du alle meine Aufträge gemacht, dann guck mal in deine Garage, dann findest du noch ein geiles Auto und da noch ein geiles Auto. Das ist schon lustig, aber jetzt bin ich langsam durch. Jetzt muss ich dann doch noch mal von vorne spielen. Aber langsam. Zum dritten Mal kein Bock eigentlich. Weil die Storys sind ja dann irgendwann auch, kennst du ja leider. Das ist ja klar. Bei Phantom Liberty fand ich, hat es noch mal richtig geknallt. Also ja, da hatte ich so Bock drauf. Ich habe gesagt, ich starte einen neuen Run. Ich habe vorher eigentlich, habe ich mir keine Infos reingedrückt. So. Ich habe dann wirklich nur gerade geschaut, ja, ab wann startet der DLC? Also auf welcher Mission geht das ungefähr los? Habe so ein bisschen rumgetrödelt. So, um dann genau, wenn das Update kam, direkt installiert da rein starten zu können. Das hat mich nochmal richtig geflasht. Also, wie gut war das denn? Das war auch lustig, weil ich hatte, bevor das rauskam oder als es schon draußen war, habe ich am Anfang das nicht gerafft, warum ich immer nicht in Dogtown reinkam. Bei mir hat es auch gedauert, ach so, ja. Deswegen. Das kommt erst, wenn ich. Ah, ja, genau. Muss man ja immer durch diese komische Schleuse durch und so, ne? Ja. Ja, fand ich aber auch geil gemacht. Also, dass das dann wirklich so als kleiner Ökokosmos da geschlossen nochmal ist und du dann später Zugriff hast mit diesem Scan beim Durchfahren und den neuen Waffenhändlern und so, das ganze Leben, was da drin ist, also super gut rübergebracht, meiner Meinung nach. Ja, die haben das DLC auch wirklich gut in das Spiel integriert, kann man nicht anders sagen. Also einen neuen Bezirk in der Stadt freizuschalten und da dann nochmal voll den Geheimagenten zu spielen und mit dieser So-Mi oder wie die heißt, das war echt, echt cool. Kann ich nicht anders sagen. Hast du denn am Ende, was hast du mit der Somi gemacht? Hast du die draufgehen lassen? Oder? Nee. Ich hab ich nicht übers Herz gebracht. Ich auch nicht, genau. Ich hab sie gerettet und stand am Ende da ohne Chrom und war dann so ein ganz normaler Loser. Ich sag mal, der gute Herr von der Polizei hat am Ende, für den ist es nicht so gut ausgegangen, mal sagen. Ach so, den kann man auch nochmal killen oder so. Ne? Genau. Ja, das ist schon lustig, das stimmt, da kann man eigentlich noch ein paar verschiedene Enden ausprobieren. Ich habe noch nicht alle gesehen, aber ich habe schon so einige gesehen. Also auch lustig war dieses Ding, wo man irgendwie, also vom Originalspiel, das eine Ende, wo man den Johnny Silverhand dann sozusagen gewinnen lässt und der übernimmt dann den Körper und dann bist du dann irgendwie Johnny Silverhand und kannst in der Stadt noch ein bisschen rumlaufen und dann gehst du irgendwie auch raus oder so. Und dann holt er sich nochmal seine Gitarre aus dem Laden und verschwindet dann auch aus Night City oder so. Also es war schon ganz witzig. Was ich ein bisschen erbärmlich fand, war allerdings am Ende sozusagen diese, wie sie diese Romanze mit Panam gestaltet haben. Weil du kannst ja, wenn du die erstmal richtig verführt hast,
was ja an sich cool ist, dann kannst du mit der eigentlich nichts mehr machen, außer dich in den verschiedenen Wohnungen mit ihr zu treffen. Ja, und im Update ist sie dann auch nochmal in deinem Apartment aufgetaucht dann und so. Ja, ja, genau, das ist das Einzige, was du machen kannst. Du kannst sie einladen, beziehungsweise sie anrufen und dann kommt sie in dein Apartment und dann kannst du irgendwie voll dämlich mit ihr tanzen, was voll dumm aussieht. Ja, das stimmt. Das haben sie wirklich so wie raufgeklatscht noch so nebenbei. Aber ansonsten kannst du nichts machen, außer sie knutschen oder so. Das ist halt voll doof. Ich fand, da wäre halt auch ein bisschen mehr vielleicht noch, wie es ja im Hauptspiel war, über das Message-System gelaufen, weißt du, dass da mal mehr so Nachrichten noch hin und her kommen vielleicht. Da wäre noch ein bisschen was drin gewesen, aber nur dieses, ja, wie du es jetzt treffend beschrieben hast, war ein bisschen wenig an der Stelle. Ja, stimmt, da hätten sie eigentlich auch noch für wenig Aufwand hätten sie mehr Unterhaltungsoptionen wenigstens reinmachen können. Das haben sie ja schon gemacht, ne? Genau. Das haben sie auch nicht gemacht. Das lief im Spiel ja schon die ganze Zeit so viel über dieses, ne, über diese Textnachrichten und so, dass da da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen und das wäre vielleicht nicht so viel Arbeit gewesen, aber das DLC, dieses Update von mir, kriegt eine 10 von 10, komplett. Ja, das ist echt gut geworden, muss ich auch sagen, hat mir richtig gut gefallen, hat das Spiel auch nochmal schön in eine andere Richtung gelenkt und die ganzen Missionen in dem DLC, die waren auch schön spannend und gut gemacht und man konnte da auch, und das Geilste war natürlich, soll man spoilern, was man am Ende machen kann bei dem DLC? Dass man die Black Wall direkt anzapft, das hat mir richtig gut gefallen. Wo am Ende so viel Gegner kommen, weißt du, und dann kannst du sozusagen, Somi macht dann sozusagen ihr Special-Ding so, und dann kannst du sie alle grillen, Alter, mit der Superpower. Das hat echt Spaß gemacht. Das war richtig gut eingebunden, ja. Da habe ich auch mit großen Augen vor dem Rechner gesessen. Ja, genau. Und dass es nochmal diesen Flughafen dann gibt, der war richtig geil, wie ein richtiger Flughafen. Das war echt gut. Worum geht's? Wir reden gerade über Cyberpunk 2077. Hey. Hallo, ah ja, das habe ich noch nicht richtig gespielt. Über das Add-on, das DLC oder das normale Spiel? Genau, ja. Alles. Ah, alles, ja. Mit allem drum und dran. Wir haben uns hier gerade gefunden, wir sind beide so Cyberpunk-Freaks, wie es aussieht. Also wie gesagt, ich habe es zweimal durchgespielt und das DLC einmal. Leider unterscheiden sich die Geschichten ja dann doch nicht so sehr, sondern nur der Anfang irgendwie, wo der herkommt. Ja, dann ist ja, dann doch das Gleiche. Das hat man dann auch gemerkt. Ich bin, glaube ich, als erstes als Street Kid gegangen, ja, dann Konzerna und dann, ne, so in der Reihenfolge. Genau, dann war ich nochmal Konzerna. Ich, du hast ja auch ein bisschen andere Dialogoptionen, je nachdem, wie du so drauf bist, wie du dich so verbesserst, aber die Storys ist natürlich immer die gleiche. Ja, na klar. Also mit diesen Antwortoptionen durch deinen Background und so, das macht alles Sinn. Da hätte es gerne noch eine Schippe tiefer getan, wenn man es, also so wie es ja, angekündigt wurde, ne, dass da jeder Staat einen anderen Mittellauf hat, ein anderes Ende, andere Missionen, so, das war ja nun alles nicht der Fall. Aber grundsätzlich auch sehr, sehr treffend gemacht. Ja, muss ich sagen. Was mich geärgert hat, also ich habe ja den ersten Durchlauf als Frau gespielt und dann konntest du ja immer mit Panam nichts anfangen und mit den anderen Frauen. Das war ein bisschen gemein so. Und so auf lesbische Action hatte ich jetzt auch keinen Bock. Und erst als ich erst Mann gibt es eigentlich hab, gibt es eigentlich da so Sex-Szenen richtig? Oder nicht? Ah ja, cool. Weil ich weiß noch am Anfang, ich fand das so krass, du machst halt deinen Charakter, ne, ziehst die Klamotten aus und siehst dann echt so deinen Penis. Du kannst sogar die Penisgröße so auswählen bei deiner Charaktererstellung. Das war so krank irgendwie. Und auch die Schambehaarung, natürlich. Ja, also totaler Wahnsinn. Da dachte ich schon, das hat bestimmt Sex-Szenen. Ich weiß es nicht, aber du könntest die in Herzchenform darstellen. Das ist schon echt krass. Ich glaube, das ist so in der Hinsicht das krasseste Spiel. So, das habe ich noch in keinem anderen Spiel gesehen. Normalerweise wird das dann immer so ausgegraut oder ja. Es gibt andere Spiele, wo du andere Variationen, wo du den Körper besser beeinflussen kannst. Also du kannst jetzt bei Cyberpunk nicht irgendwie so ein dicker Mops sein oder ein dünner Hering oder so. Das geht nicht. Es aber, bleibt schon im Rahmen so deiner Auswahlmöglichkeiten, ja. Aber da gibt es bei anderen Spielen. Es bleibt halt. Es versucht halt, dass es immer Cyberpunk-artig ist, egal was für ein Charakter du erstellst. So, es hat halt immer irgendwie Cyberpunk-Haarschnitte und so irgendwie, ne? Ja. Was ich sehr, sehr gut fand, war die Implementierung mit der Kleidung. Das fand ich ganz schlimm. Ja, also vorher haben sie dann irgendwann auch geändert, ne? Es gibt ja jetzt kaum noch, in der aktuellen Version gibt es kaum noch Kleidung, die irgendwie wirklich Vorteile bietet.
sozusagen. Nee, ich meine nur die Optik der Kleidung. Ach so, die Optik, ja, das ist natürlich geil. Also vorher in der ersten Version, die ich auf der Xbox gespielt habe, da bist du halt rumgelaufen, hast nach den Stats von den Klamotten, die du gerade gefunden hast, geguckt und hast die angezogen, die besser waren und sahst hinterher aus wie... Wie ein Spaß. Genau. Vorwärtsrolle durch Mutterns Kleiderschrank, so, weißt du? Also das. Und du das konntest ja, das nicht wechseln, nee, um genau, cool auszusehen, genau, weil da deine Werte schlechter waren. Jetzt hast du es geändert. Jetzt hast du so Outfits, das heißt, genau, du hast einmal deine Klamotten und die bleiben dann auch die Werte von den Klamotten und du kannst dir trotzdem verschiedene Outfits zusammenstellen, die nur optisch anders sind. Aber dafür gibt es halt leider nicht mehr so viele Klamotten, die wirklich Vorteile bieten, wie ja, das stimmt, dass die anderen dich nicht so gut erkennen oder dass du irgendwas besser abwehren kannst oder irgend sowas. Das ist ein bisschen schade, aber ist alles im Rahmen. Als wie spielt ihr das Out? Habe ich auch noch so einen Bug ausgenutzt. Da gab es so einen Bug, dass du irgendwie an den Verkaufsautomaten musstest du irgendeine Taste gedrückt halten, wenn du da rangehst. Und dann hat er sozusagen nach dem Kauf vergessen, dass du das verkauft hast. Und dann konntest du die Sachen immer wieder verkaufen und ganz viel Geld machen in kürzester Zeit. Ah. Das gab es nur ganz am Anfang. Ja, wie spielt ihr in dem Spiel eigentlich das Autofahren? Weil ich kann mich nie entscheiden, Cockpit-Sicht oder Außensicht, weil beides sieht so genial aus irgendwie. Ich switche dann mal hin und Auto her. So. Ja. Kommt aufs Auto an. Autos, in denen kannst du wirklich gut rausgucken. Und bei manchen Autos hast du so eine fette Motorhaube oder so eine enge, so wenig Platz zum Rausgucken, dass es irgendwie voll schwierig wird. Und dann muss ich auf nach außen umschalten. Aber ich fahre im Prinzip lieber mit Cockpit an sich. Die haben die Cockpits auch so unglaublich gut designt. Das, ne? Ist, das ist allem drum und dran so. Du hast halt echt in manchen Karren dann einfach ein Fenster, was auf dem Monitor noch 4 Zentimeter hoch ist, wo du durchguckst, um die Straße zu sehen. Und dann noch einen Meter Motorhaube oder 3 vor dir so. Und dann gibt es andere Autos, da fühlt sich das mega angenehm an. Ich weiß gerade nicht, wie dieser ganz kleine in Rot, dieser ganz, ganz winzig kleine. Ja, ich weiß, grad, dieser komische, der wie so ein Smart ist. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der fährt sich halt super angenehm, weil der einfach eine riesen Glasscheibe vor dir hat fast. So, ne? Ich mache das immer so ein bisschen nach Gusto dabei. Verstehe, ja. Also ich habe auch ständig umgeschaltet. Der schnellste von allen ist. Ah. Und zwar dieser Herrera, dieser komische, der so rund gelutscht ist wie ein Bonbon. Der ist cool, der ist der schnellste. Der fährt das einzige 330 oder so. Aber nicht gut in der Kurve. Doch, der ist relativ, ja? Der ist relativ auch gut zu fahren noch. Ich habe da noch diesen anderen, diesen komischen Riptide irgendwo oder Terrier oder wie der heißt. Den habe ich irgendwann irgendwo gekriegt bei irgendeiner Mission. Und der ist auch sehr schnell, aber der ist so nervös beim Fahren, dass du dann ständig bei jedem bisschen irgendwie Handbremse fliegst halt gleich aus der Kurve raus oder so. Wie hieß denn der bei Phantom Liberty in der Mission? Ist da das, dieser Offroad-Wagen, der auch bewaffnet ist, den du meinst? Nee, das war auch ein Sportwagen. Dieser okay. Terrier ist auch ein Sportwagen. Also du meinst bestimmt diesen Shampoos oder wie der heißt. Der ist irgendwie so schwarz, schwarz-grün oder so ist der. Der fährt sich auch richtig aggressiv, aber auch halt... in Sand und Wüste und noch dazu ist die Karre bewaffnet. Das macht auch viel Spaß. Stimmt, das haben sie auch bei den letzten Updates dann ab der 2.11er oder so eingeführt, nur dass die Autos dann jetzt auch bewaffnet sein können. Das ist super angenehm. Auch ja, die Waffensteuerung auch in den overpowered. Autos. Also ich fahre dann zum Beispiel zu so einer Gruppe hin und lasse sie einfach nur mit Luftunterstützung Raketen auf die niederregnen und dann ist auch vorbei. Also das ist ein bisschen overpowered. Gibt es in dem Spiel überhaupt lange gerade Straßen, wo man Vollgas geben kann? Weil da sind ständig Kurven in der Stadt, überall. Stadtautobahn, sage ich nur. Da geht es aber mal richtig geradeaus. Geradeaus, okay, alles klar. Ja. Ich kenne es halt nicht so richtig, aber ich habe mal so ein bisschen rumgetestet. So, was ich sehr cool finde an dem Spiel ist, ne, du kannst ja zu Fuß auch auf diese Highway-Rampen zum Beispiel drauflatschen einfach und dann von da wieder runterspringen auf das Dach eines Gebäudes. Und das geht halt alles. Also das ist halt alles komplett begehbar. Da ist dann oft nichts, aber dann bist du mit einmal auf dem Dach in irgendeinem Apartmentgebäude auf irgendeinem Balkon und so. Es ist schon witzig, ja. Ich wollte gerade sagen, dafür gibt es das Chrom, was dich dann einfach 4-mal so hoch springen lässt, ne? Genau, es gibt dieses Ding, wo du in der Luft, wo du so einen Doppelsprung machen kannst. Das ist eigentlich das Beste, ne? Also es finde ich besser als diesen aufgeladenen Sprung, wo man so immer so gedrückt halten muss, damit er besonders hoch springt. Das funktioniert nicht so gut. Zum Klettern ist der andere geiler, ja. Ja, der Doppelsprung ist das Beste. Also mein Mega-Problem mit dem Spiel ist, ich spiele es halt auf dem Steam Deck und da sind nur ganz wenig Details, so Passanten und so nur ganz wenige, um halt die Framerate halbwegs vernünftig zu halten. So. Also eigentlich würde ich es gerne auf der PS5 halt spielen. So.
Weil wenn du halt, ist es am geilsten. Ja, wenn du eine fette wirklich Maschine hast, dann hast du auch mehr Passanten und dann ist mehr los in der Stadt und so, passt dich irgendwie alles irgendwie so an. Da habe ich halt diesen krassen Unterschied. Ich musste auf der Xbox damals nur zu schnell mit dem Auto unterwegs sein. Du konntest dabei zugucken, wie so Häusertexturen vor und neben dir aufgehört haben zu laden. Ja. Da war nur noch graue Matsche und das Spiel stürzt ab. So. Und jetzt also abgestürzt ist es bei mir nicht auf dem Steam Deck, aber ich habe genau das auch, dass manchmal die Häuser so direkt vor mir aus so einem schwarzen Mischmasch entstehen. So, da sieht man so, dass die haben versucht, das Pop-up so ein bisschen zu verschleiern durch so ein schwarzes Pixelgitter, aber man sieht es trotzdem. Wenn du dann zu schnell unterwegs warst und ich rede von der Xbox One X, ne? Also Vorgänger von der Series. Das hast du schon deutlich gemerkt, aber noch dazu kam ja, dass es die erste Version von dem Spiel war. Ja, ohne genau, das Update. haben sie jetzt auch ziemlich schlimm verbessert, auch auf dem Steam Deck. Allerdings. Und sie haben auch Details hinzugefügt, zum Beispiel kannst du jetzt ab irgendeiner Update-Version konntest du damit einmal auch die einzelnen Reifen der Autos kaputt schießen, dass die dann platzen und so, also dass die dann die Luft aus den Reifen raus ist und so, das ist alles so detailliert mit einmal dann geworden. Und es gibt ein paar Autos, wo du auch die Farben ändern kannst von den Autos und so, ein paar von den Luxuskarren, da kannst du das machen. Ja. Und wie gesagt, das Fahren mit den Autos ist geil. Es gibt ja auch immer im Spiel dann irgendwann diese Autoklau-Missionen, ne? Wo da irgendwo zeigt er dir so ein Lenkrad in der Nähe an und dann gehst du da hin und dann ist da irgend so ein Auto und das musst du für irgendeinen Typen dann irgendwo anders hinbringen. Dann hast du mal schön die Verfolgungsjagden auf dem Weg, während du das klar. Genau, ja. Hier ist auch noch der Hammer, was mich auch etwas nervt auf dem Steam Deck. Ich erkenne zum Teil im Menüsystem nichts, weil das ist halt 720p, so, ne? Und die Schriften sind zum Teil so klein und rot auf blau oder so, dass man fast nichts erkennt. Oder blau auf rot das, oder so. Das habe ich mir beim Spielen auch immer gedacht. Also ich spiele auf einem 2560x1080 Widescreen. Ja, dann ist kein Problem, ja. Nee, aber da auch da, wenn du so im Menü bist und ich spiele halt auch viel auf Handhelds, habe ich immer so gedacht, für einen Einsatz jetzt zum Moonlight oder mal Streaming auf eine Konsole, da wird es aber bei mir auch schon eng werden, ne? Wenn ich das mal auf der Vita probiere oder sowas. Ja, da erkennst du nichts. Also ich habe es auch mal probiert mit dem Streaming von der PS4 und durch das Streaming wird ja eh das Rot immer so ein ganz bisschen verwaschen, weil das ja so MPEG komprimiert wird, ne? Und da das Spiel wirklich total auf Rot setzt, also im Menü, ne? Alle die Schriften sind oft rot und so, das verwischt dann total. Das ist etwas blöd, aber ja. Ja, man muss es halt schon auf hohe Auflösung mit fetter Hardware. Nee, es ist halt für die absolute Next-Gen-Hardware designed so. Also es ist ganz klar. Es läuft zwar auf schwächerer Hardware, aber das, ideal ist es nicht. Das Ding ist eigentlich eine laufende Nvidia-Werbetafel. So. Ja. Ich habe da wirklich auch mit den ganzen Updates. Ja, mit Raytracing, ja. Du hast Raytracing, du hast Path Tracing, du hast alles, was es irgendwie gerade, was gerade neu um die Ecke stolziert bei Nvidia, so landet da ja drin. Du kannst ja zum Teil auch so die Betonkonstrukte so halb zerstören, so die Säulen und so, ne? Da kommt ja dann so richtig so Sprünge in das Beton und so, wenn du darauf ballerst und so, das fand ich auch ganz cool. Aber ich brauche einen besseren PC, ja. Hattest du das Spiel mal ausprobiert, was ich dir vorhin, dieses Industria? Ich habe das mal ein bisschen. Nein, noch nicht. Noch das nicht. Ich habe es mir aber gezogen. Das gibt's ja gerade umsonst bei Epic im Store, ja. Ist auch mit Unreal Engine tatsächlich. Oh, geladen habe ich das auch schon. Ist ein Ego-Shooter, ne? Oder was ist das? Ja, oder? Ist ein Ego-Shooter, aber dieses Setting ist so seltsam. Du bist irgendwie 1989, die Mauer fällt gerade, du bist in Ost-Berlin und draußen fahren Trabis vorbei. Und dann kommst du dann irgendwie in so eine andere Dimension, in so eine komische in so ein Paralleluniversum durch so ein komisches Gerät, was Atlas heißt oder so ein Riesenforschungsding, wo du dich dann sozusagen in so eine andere Dimension versetzt. Das ist total schräg, das Spiel, aber macht eigentlich ganz gut Spaß bisher. Das erinnere ich gerade total an so eine Streaming-Serie, die ich vor kurzem geguckt habe, wo da war so ein Geheimdienst und die hatten so ein Portal in Berlin und die hatten so ein Portal in ein Alternativuniversum geofnet oder so. Komisch, muss ich gleich mal raussuchen. Ja, das war so eine, wie hieß denn das nochmal? Eine richtig coole Serie. Ich such's mal eben raus. Nee. Aber hast du mir nicht gesagt, das spielt 1889 oder meintest du 1989? Ja, 1989. Ach so, du hast mir nämlich. Du hattest mir geschrieben 1889. Ich dachte, was ist das? 1889? Komisch. Habe ich das aus Versehen falsch geschrieben? Ich glaube, ja. Ja, ich hoffe nicht. Aber es ist ein lustiges kleines Spiel, jedenfalls. Das andere da. Ja, das Industria. Gibt es auch einen zweiten Teil schon davon? Ja. Und ich habe auch am Anfang schon erwähnt, dass wir demnächst den Neil Blomkamp uns zu Gemüte führen werden. Ja. Genau, ja, ich bin ja voll dabei gerade am Glotzen der ganzen Filme und ich bin total begeistert. Also, ich habe jetzt District 9 und Elysium schon geguckt. Ja. Also,
besser, als ich es in Erinnerung hatte sogar, finde ich. Also ich bin wirklich echt begeistert jetzt gerade. Wahrscheinlich, ich hatte auch jetzt so viel Mainstream immer und jetzt mal, und ich finde, die sind so kreativ zum Teil, seine Filme. Also ja, man kann, man weiß eigentlich nie genau, was einen erwartet. Auch ja, in den Kämpfen und so, ne? Das ist, und gleichzeitig ist es ja auch relativ blutig und realistisch, aber jetzt halt auch nicht so übertrieben gewalttätig, also schon gewalttätig, aber jetzt auch nicht so, dass du denkst, oh mein Gott, was ist denn das für Arschlöcher oder so, sondern ist irgendwie, ist schon eine recht gute Mischung, wie er das macht. Ja, genau. Und dieser Charlton Copley, oder wie der heißt, der spielt ja in allen Filmen mit von dem, ne? Und der ist echt krass, auch vor allem bei Elysium, ne, mit seinem Vollbart da. Ja, ja, stimmt, dass das der gleiche ist. Das habe ich erst überhaupt nicht gerafft, bis er geredet hat. Und dachte ich, warte mal, der redet so ähnlich wie dieser andere Kerl da aus District 9. Und dann ist mir aufgefallen, dass das der gleiche Schauspieler ist. Aber was ich übrigens auch genial finde, ist, man merkt irgendwie, dass der auch mal Werbefilmer war. Weil der hat irgendwie so, das ist alles total visuell. Also es geht zum Teil echt einfach nur um halt, wie alles aussieht. Es geht gar nicht so sehr um die Story, sondern einfach, dass das so realistisch und cool aussieht, dass man echt denkt, das ist echt. Also ich habe noch nie einen Science-Fiction-Film gesehen, für die Roboter, wo ich so hat das schon Gefühl hatte, dass es echt, gehabt, ne? Ja, alles sieht irgendwie so aus, als wäre das echt. Also auch diese ganzen futuristischen Sachen, die Waffen, die Roboter, das ist alles so richtig zerkratzt und irgendwie dreckig und irgendwie realistisch. Und er denkt anders als in anderen Filmen, wo alles immer so gelackt ist, so, ja. Ja, ja, genau, du hast dann so mit einmal, es ist halt auch so, du siehst mit einmal dann so einen kleinen Lüfter so an diesen Rucksack, an diese Elektronik, die bei dem Typen am Rücken hängt, da ist mit einmal so ein CPU-Lüfter, weil da denkst du, oh ja, muss ja auch gekühlt werden, das ganze Zeug, so, das ist halt einfach so total abgefahren. In District 9 ist auch eine Szene, da gehen die in so einen dieser in eine dieser Hütten, in diesem Ghetto da, in diesem Slum, und überall an den Wänden hängen irgendwelche Computerteile und so. Ne? Und da dachte ich, oh, ja, ist ja einfach irgendwie, so, da muss man einfach Pause drücken als Nerd und gucken, oh, eine alte Grafikkarte, ein altes Motherboard und so. Da waren einfach so Mainboards an die Wand getackert, ne? Ja, also ganz viele, aber auch so richtig interessant irgendwie. Also als hätten die wirklich die Platzierung jedes einzelnen Computerteils genau geplant, dass es halt so cool wie möglich aussieht. So. Also echt Wahnsinn. Und halt so viele Details, die du in dem kurzen, also außer du drückst auf Pause, kannst du das gar nicht alles wahrnehmen. Da sind so halt so viele Details gleichzeitig immer am Werk so. Ja, und bei Elysium gab es auch so diesen einen geile Szene, wo er sozusagen, wo sie diesen Typen dann abfangen und dann schießt er auf so einen Roboter und der zerspringt in Zeitlupe in 1 Million Einzelteile, während er zurückgefetzt wird. Und das ist mal so ein effektiver Einsatz von so einer Bullet Time und nicht so komisch wie bei diesem Rebel Moon, wo der eigentlich der halbe Film nur aus Slow-Mo besteht. Ja, aber das ist ja auch die Waffe, ne? Die Waffe kriegst du ja gar nicht mit, wenn du nicht ein Bullet in dieser Zeitlupe zeigst, weil die ja diese drei Schockwellen erzeugt, die diese Roboter jetzt auseinandernimmt, ne? Weil das würdest du, glaube ich, in normaler, würdest du gleich kapieren, was da eigentlich abgeht. Und das sieht auch viel cooler aus, wenn du so diese drei Schockwellen hast, wo der Roboter so nach und nach zerlegt wird in der Luft, ne? Das sieht natürlich auch entsprechend gut aus. Und auch der andere Typ, der dann erstmal so einen komischen Energieschutzschirm vor sich aufspannt und so, und dann trotzdem wird er von dem Druck der Waffe da so nach hinten geschleudert und so. So richtig cool. Und auch so viele kleine Nebeneffekte, wie dieses Luftflimmern und alles, was da so nebenbei noch so abgeht, wenn so eine komische Druckwelle passiert, ne? Das ist richtig cool. Ja, kann man nicht anders sagen. Also der absolute Hammer war für mich bei Elysium, da ist so eine Szene, kann man jetzt ja eben erzählen, da ist so ein rotes Luxus-Shuttle, mit dem dieser fiese irgendwie CEO dieser Firma da dann so in den Weltraum wieder abfliegen will. Und dann wollen die halt dieses Raumschiff kapern sozusagen, dieses Ding. Allein schon, wie das Teil aussieht, ne? Es sieht wirklich aus wie so ein Luxus-Auto, nur als Raumschiff halt. Ja, wie direkt und dann, auf Cyberpunk. Ja, und dann latscht der eine Kerl mit dieser total schrägen Waffe darauf zu und dann sieht man so, dann wählt er so aus, das ist so eine Art Schneidewaffe, die einfach so das Metall wegschneidet, ne? Und dann läuft er darauf zu und wählt so aus, drückt so einen Knopf und dann sieht man so mit so einer Art Laserpointer die Schnittform, ne? Und dann sieht man so richtig da in so einer Szene, wie er auswählt zwischen kreisförmig, Dreieck, nein, viereckig, und dann bleibt dabei viereckig, drückt den Knopf und dann schneidet das halt so ein viereckiges Teil aus dem Raumschiff. Und dass die das einbauen, diese Idee, dass der das noch auswählen kann, so, ne, da habe ich auch echt gedacht, diese Filme, das müssen irgendwie auch Videospielfans sein, die das designt haben, weil das ist ja sowas Typisches, was man von so einem Ego-Shooter erwartet, dass man bei der Waffe so verschiedene Optionen hat, die man dann noch so auswählen kann. Und das wird halt eben da so kurz gezeigt. Eigentlich total unnütz, aber als Nerd schlägt einem halt das Herz höher, weil es einfach so cool ist, so, ne, dass man solche Details der Waffen mit einmal erkennt. Ich merke schon, du hast so richtig das Gefühl, du könntest
Arne. Du könntest so die, ja, du könntest so Pause drücken, du könntest genau an den Waffen erkennen, so, da ist erstmal so das Firmenlogo, wer hat die Waffe hergestellt, so eine Seriennummer und dann die verschiedenen Knöpfe. Du kannst richtig, hast richtig das Gefühl, jeder der Knöpfe an diesen Waffen hat irgendeinen Sinn und es wird dann zum Teil halt auch gezeigt. Also als hätten die da so viel Design, so viel, ja. Genau, genau, weil das Flugzeug, das sehe ich gerade, ist Bugatti. Von Bugatti ist ja vorne das Zeichen. Ja, ja, genau, das ist also alles, das ist wirklich so. Als Raumschiff, ja. Ja, das ist echt alles so gemacht, als könnte es echt sein. Auch alleine auch die Kameraführung, so dass es so dokumentarfilmartig auch immer alles gefilmt ist. Dass, also die versuchen wirklich so total abgefahrene Science-Fiction-Ideen glaubwürdig darzustellen, dass man echt denkt, das hat jetzt irgendeiner wirklich so aufgenommen einfach, als wäre das echt. Bei Star Wars war das ja auch so cool. Ich fand das auch immer so cool an Star Wars, dass die Raumschiffe halt dreckig aussehen, verkratzt und abgenutzt. Das war ja der Unterschied zu Star Trek damals. Bei Enterprise war immer alles irgendwie gelackt und poliert. Aber so ein richtiges Raumschiff, was ein paar Kämpfe erlebt hat, das ist ja nicht glatt poliert. Das war immer bei Star Wars eigentlich auch eine coole Idee. So, aber der treibt das echt auf die Spitze, der Blumkamp. Ja. Genau, die Star Trek, das ist ja meistens, kommt die Enterprise ja ganz frisch raus aus dem Space Dock und wird aber am Schluss total zerstört in vielen Teilen. Ja. Das stimmt, ja. Da ist ja auch nicht mehr ganz so frisch, beziehungsweise überhaupt nicht mehr nutzbar teilweise. Aber Star Wars extra so gemacht. Auch die Inneneinrichtungen bei Star Trek sind mal so super sauber gesaugt und poliert. Und bei Star Wars war das schon immer alles so dreckig und abgeranzt und so eigentlich so ein bisschen realistischer. Das war schon damals irgendwie cool. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/RetroKompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!